Fünf Freunde. Hallo, guten Tag. Hallo. Hallo. Moin. Mein Name ist Justus König, euer Captain America, bekannt als Indiana Jones, der Abenteurer von den YouTube-Kanal Indiana Jones auf Suche nach neuen Abenteuer. Mit dabei ist die Barbara Schwarz aus Hamburg und euer Gizmo. Und wie ihr seht, besuchen wir gerade die Karlsburg-Ruine von Karlstadt. Auch sagen die Leute so Karlstadt. Karlstadt. Genau, weil einer auf Instagram geschrieben hat, ich solle mal die Karlsburg besuchen. Habe ich es mal gemacht. Also, wir sind auf der Karlsburg. Und von Karlstadt. Die wunderschöne Burg, wo von Karlstadt aussieht. Die Fahrt beginnt. Wir dürfen die Herfahrt machen und parken mit meinem BME. Dann parken wir unterhalb. Und fahren auf den Parkplatz von der Burggrüne unterhalb und laufen den Aufhang hier hoch. Ich habe die Actioncam noch bei mitlaufen lassen, aber die Actioncam hat extra Video. Beim letzten Burggrüne war es nur eine Testaufnahme, jetzt haben wir sie mal. Hat es geklappt? Hab gesagt, jetzt mache ich mal davon hier eine Aufnahme richtig und da war nur ein Test. Deswegen habe ich da auch ein paar Bilder aufgehabt. Und ihr könnt auch Bilder sehen am Ende noch. Und hier alles, Auffang und so weiter. Und die Burggrüne ist sehr schön. Zurzeit sind auch hier sehr viele Leute hier. Wegen ja, die Corona, was ich reisen kann. Deswegen gehen die Leute jetzt hier. Buchen ist schön, schönes Wetter und ich habe diese Woche gearbeitet, deswegen war ich ja nicht unterwegs, keine Videos gemacht und keine Lust gehabt. Ich spiele ja noch und so weiter. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Danke fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Film und Action. Ich sag noch eins, hockt euch hin, schnallt euch an, genießt die Fahrt mit dem BME, mit meinem King Alex BME und so weiter. Jo. Und ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag und Montag einen schönen guten Start neuer Woche. Film ab und Action, let's go! On! Na, Karlstadt, herzlich willkommen. Hier ist die historische Altstadt. Hier war ich schon öfters, habe ich schon Videos gemacht, schon von der, naja, von dem Markt hier fest, so was das war. Und von den Automeile. Dieses Jahr ist nichts wie Corona. Das ist ja keine Veranstaltung. Schade, leider. Aber hier kann man schon, linke Seite sieht man die Karlsburg hinten. Michelin. Da beim McDonald's, da hinten war auch immer ein Dönerladen. Weit hinten, weit war anders hinten, ist ein Dönerladen. Ja, den einen war nicht nett von meinen Zimmerwand, sondern nur voll Zimmerwand. Ja. So. Und da kann man schon die Karlsburg sehen. Witzig. So. Karlsburg. Ja, muss weiter. Das verstehen Leute ja nicht. Schon mal die Automeile.
Gott. Das wird über die Mainbrücke rüber. Oh, schöne Porsche. Wow. Da kann man so kurz stehen bleiben. Dann können Sie vorbeifahren. Not aus. Dann kann ich das Geld kurz rausnehmen. Kamera läuft. Noch eine schöne Aufnahme von der Karlsberg. So schaut es hier von unten aus. Und da gehen wir jetzt hin. So, Karlsburg. Schön ist die Burg, ne? Ruine. Angeblich geht von der Burgruine, haben wir gesagt, ein Tunnel unter dem Main durch bis zum Rathaus. Aber da sind sie sonst reingelaufen, ist angeblich der unter dem Main der Tunnel eingestürzt. Und einer Kumpel hat gesagt, hat man nachts, der Türke hat man nachts oben eine türkische Flagge hochgetan. Und da drüben ist noch ein Gebäude. Und da heißt es angeblich, wenn man hochläuft, auf, da drüben müsste jetzt ein Pappplatz sein, auffangen, das ist der Besitzer zeigt gerne sein Schloss oder was, hat er behauptet. So, jetzt schauen wir nochmal weiter. So. Rüber auf die andere Seite. Motor an. Linke Raussetzer und weiter fahrt. Fertig? Ja, klar. Gut. Augenbahn auf. Mühlbach, also das ist Mühlbach-Kreisstadt. Und da müssen wir einen Parkplatz finden. Da soll der Aufhang noch sein. Mühlbach. Jetzt einfach da vorne sein. Ja, ich hab gesehen, den Aufhang. Da vorne geht der Aufhang hoch. Und da ist ein Parkplatz. Mit Autowagen? War da hinten mit Parkschein für Dinge. Ja, für was anderes. Für Ding ist mit Parkschein. Mobiler, weil das sind jetzt wegen Corona geschlossen. Auch mit mir so gerne so ein Rampenparkplatz. Dann kann habe ich genug Platz zum Aussteigen, kann ja kein Auto kaputt machen. So. Rampenparkplatz, der Motor aus. Da steht das Auto und da oben ist die Karlsburg. Da gehen wir hin. Schön, ne? So, dann müssen wir es da hochgehen. So Leute, ich laufe jetzt hier hoch zur Burgruine, von dem Parkplatz aus. Und die Kamera wird laufen. Wenn die Aufnahmen diesmal best gut sind, dann gut zu veröffentlichen. Wenn nicht, wie letztes Mal, dann kommt sie weg. Da waren ein paar Fehler drauf und ich habe es nicht benutzt. Das war letztes Mal nur zum Test. Jetzt habe ich hier. Ich habe hier eine Action-Kamera so ein Kabel gemacht, dass der Akku länger hält, weil der verbunden ist mit meinem Powerbank. Mein Akku-Box hier. Strom. Weil der Akku von diesem Ding da hält nur 60 Minuten. 60 Minuten. Und so kann ich dann der Strom von meinem Powerbank. Jetzt gehen wir hoch. Leute, kann man doch den Aufhang, da geht das hoch. Das muss der Aufhang sein. Muss einfach da vorne sein. Da geht's nach Karlstadt. Da haben wir die Kirche. Und da muss einfach der Aufhang sein. Aufhang.
Ja, das ist wirklich der Auffang. Der Auffang zur Burg. Schön, ne? Ja, dort der andere Auffang. Ja, hat man schon Blick hier, schon einen Blick hier. Ein alter Auffang, ne? Ach so, das ist das Schlüssel. Das schaut wirklich aus wie ein Schloss. Ui. Schloss. Nach Hinweg. Cool, das ist hier. Schön. Schön zu laufen. Guck mal, schön die Vögel zwischenhören. Da haben sich sogar welche. Da haben sich welche hier. Ja. Ein Geheimversteck gebaut oder sowas wollen die. Halbe Stunde. Nein. Länger? 10 Minuten. Ach so. 10 Minuten bis oben. Das habe ich gesagt, länger. Nee, jetzt ist er gleich oben. Müssen wir gleich oben sein. Komm, Papa, zieh nur. Das ist zum Waldrand. Siehst du oben Waldrand? Ja. Das ist hätte da schlägt der Acker schon an. Also, ist mal gleich oben. Guck, da fängt schon die Burgmauer an. Da oben ist einfach der Eingang. Oh, da haben sich wieder ein Baum verewigt. Und da hast du schon die Mauer. Bist du? Geh weiter. Gut. Geh weiter. Geh weiter. Da bin ich schon für Steine. Geh weiter. Oh. Da oben ist doch schon der Eingang.
Achtung, da kommt Radfahrer von oben. Da oben ist doch schon der Eingang. Und geschafft. Ach, Burggrün ist schön, dann war ich schon. Mühlbach. Und hier haben wir einen Eingang. Und da kann man da vorne auch ein Auto hinstellen. Kann man hochfahren. Und da haben Pferde geschissen. So, liebe Besucher der Karlsburg, auf der gesamten Burggrün besteht Steinschlaggefahr. Durch abbrochendes Mauerwerk, das Brennen der Burggrün erfolgt auf eigener Gefahr. Die Rüdenmauern dürfen nicht bestiegen werden, abseits der Weg besteht Absturzgefahr, Zelten lagern und offenes Feuer verboten. Und bla bla bla. Einmal Kluft der Karlsburg. So. Schwarze Barbara, wo bist du da? So. Da fährt Haufen. Und da oben hat es gerochen. Wie nach Menschenhaufen. Ja, kann sein. Da guck, da ist das Ding. Der Keller. Ist das der Keller? Ja. Da ist ein Abwärme. So. Ja, der Bank. Haben wir da eine Höhe? Ja, das ist der Keller. Einen von mehreren Kellern. Auch so ein bisschen. Das ist viel. Nicht viel dran. Der Burggrün. Aber cool. Weiterlaufen. Sehr interessant für mich, so Burggrün. Barbara, da lang. Jo. Ja, spielen wir hier Fußball. Ah, guck mal. Guck mal. Na, geht's alles runter? Karlsburg.
Ja, cool. So. Jetzt wieder runter. Hallo! Oh, ja, das war die Burgtoilette. Sau schade. Was war das? Schwarz Barbara! Wo bist denn du? Ja? Gut, ne? Da musst du alles hochschleppen. Was? Müsstest du alles hochschleppen. Kommst du? Schön, ne? Ist das nicht schön? Nein, dann bleib doch da. Der Burgbrunnen. Hast du? Herrlich. Ich hab da. Jetzt nochmal. Oh, nochmal. Batman. Ah, schöne Gegend. Wahnsinn. Eine Dreiviertelstunde.
Da ist ein Auto. Da steht mein Auto. Ah. Und da unten sind die Parkplätze. Wahnsinn. Das ist ein schöner Ausblick. Wow. Ja, schön. Das ist die Karlsburg, so schön ist die Karlsburg. Ja, dann haben wir hier sich verewigt an der Bank. Das ist echt wunderschön hier. Wahnsinn. Schöne Aussicht. So. Schön ist die Karlsburg hier. Warte, da will man schönen Blick über das ganze Tal, über Karlstadt. Schöne historische Altstadt. Echt Wahnsinn. Voll krass. Krass. Ja, so bin ich halt. Sowas gefällt mir halt. Ja, Burgrin. Und da haben sie auch welche verewigt. Bank. Ah. Da kann man schön hier einen Blick ausgenießen. Oder diese Bank. Oh, das ist die Welsenbank. Ups. Schön hier. Hier ist es wunderschön. Ein bisschen wackeln von der Salzhalterung. Das müssen wir neu kaufen. Am letzten. Bist du mal hinter? Du hast einen schönen Blick hier aufs das Tal hier. Gell? Yes, sir. Sehr schönen Blick. Naja,
raus, ob man den Bock hat, wird auch nicht mit Gewehr oder mit einem Bogen. Hat sie mich hier. Zeit noch. Sehr schön. Knips, Knips. Knip, knip. Schön, ne? Das ist das Schwalbad vom Karstadt. Ja, wir sagen Leute Karstadt. Karstadt. Heiliger Wimpern. Ja, gerade schon wieder viel los, ne? Ah, nicht so richtig. Der Papa ist nicht voll. Kannst du? Voll krass. Wahnsinn. Jetzt sehr steil runter. Da steht auch irgendwas drauf. Hat. Wow. Ah. Komm, Lispo. Kommst du? Die Ehre Gott allein. Gibt es soll da einen Tunnel geben und einen Keller. Mhm. Da gibt es so diese Karlstadt da hinten, Rathaus. Mhm. Aber das soll unter mein eingestürzt sein. Wir haben sie hier mit Schlösser. Da ist ein Schlösser drin. Ja, ist ja klar. Da ist ein Schloss drin. Damit keiner rein. Da, ja, dass jetzt das Ding nicht heben kann. Mhm. Rausheben kann. Das muss doch so sein, was wegen der Gefahr. Ja. Sag mal, dann gehen wir hier durch. Oh. Oh. Oh, und dann da fliegt die Flache. Kommst du hier hoch? Komm mal.
So. Na, können wir nochmal hier rum auch sehen. Kasch. Schön, ja. Krass, hier ist krass, voll krass. Was kann ich sagen, so oft wie ich möchte. Ah, kannst du gut rausgucken. Ja. Schön, ne? Ist hier. Schatz Barbara, gehst bitte da runter? Was? Wir treffen uns unten. Ja. Gleich. Da. Also. Gott. Jetzt funktioniert's. Gott. So. Das ist eine schöne Seite für Karlsburg. Jetzt gehen wir da runter. So. Da ist der Brunnen. Das ist auch ein Leben. Da runter. Da runter. Jetzt soll ich runter? Oh, aber ich kann da einen, der wollte runterspringen. Glaube ich. Wollte nicht, da wollte einfach draufstehen, um man zu ärgern. Jetzt noch weiter. Und wie weiter? Da, glaube ich, denn mal. Ui. Nee. Warte mal. Das ist die Burgmauer. Gut.
Wir laufen jetzt nur einen Burggraben. Lass uns mal hier genießen. Ah, schön hier. Nee, ist durch den Blick. Lauf da weiter. Geradeaus weiter. Da kannst du fliegen. Das ist ein wunderschöner Ort hier oben. Auf Karlstadt. Na, kann jetzt das wieder? Da hat man die Vögel drin. Nach Futter suchen. Das Rascheln. Und das war der Burggraben halt. Und wie gefällt es dir, der Schwarze Barbara? Mir gefällt es auch ja gut. Sehr empfehlenswert. Was ist das? Können die Leute sehen durch ein Handy? Die Aufnahmen durch ein Handy? Handy-Video und externe Video, Action-Cam, die Action-Cam, wie das Modell heißt. Ja. Mit der Action-Cam auf der Burgrinne. Fertig. Das ist Extra-Video, die Action-Cam. Das ist Action-Cam mit Extra-Video. Die kommt auf den anderen Video nicht drauf, sondern macht extra. Und da ist der Ausgang. Ja, da hat echt einen Haufen gemacht. Das Ende. Komm mal Blick. Da haben wir schön ein paar Mama-Blick. Ja, jetzt weg runter.
So, jetzt geht's alles, was draufkragen, wir runter. Jetzt geht's noch neu. Das war's wieder. Achso, ich muss ja meinen Fuß auch wieder rein. So, Kamera läuft. Mhm. Weiß nicht. Irgendwo hin. Nein, die Tür muss zugemacht werden. Das ist ein Ausfaller. Das war's dann hier, fahren wir wieder zurück und dann grüße ich noch alle meine Freunde, Fans, Kollegen, alle, die mich kennen. Dann grüße ich auch besondere Leute wie Familie Spatzmann aus Würzburg, die Frau nach Kist, den Nico, die Sarah und den Alexander. Dann grüße ich noch Mario und Gabriel von Mario und Ras Acker, der auch in Ras Acker in der Edeka ist. Dazu kommen wir in die Internetseite. Da könnt ihr sehen, was der Autos verkauft. Dann ist es mein Freund und Fan. Der hilft mir bei den Auto, TÜV-Tüning und Service, Reparatur und so weiter. Habe ich schon mal zwei Autos gekauft, also wenn ihr ein Auto braucht, kaufen wollt oder verkaufen wollt, dann melde ich bei Ihnen. Dann grüße ich auch Sabrina und Andy aus Berlin, die mir schreiben auf Instagram und Instagram schreiben und kommentieren. Ich mich sehr darüber freue. Dann grüße ich noch den Niklas Balken aus Braunschweig, der meinen Bruder nennt. Und hoffentlich, da geht's gut. Ich habe deine Nachricht gelesen, E-Mail, dass du auch die Videos anguckst und ich bedanke dich für die Videos. Ja, dann grüße ich noch den Grundarbeitsbrechen, der hier wohnt, den Björn Weiterer aus Karlstadt, wo er wohnt. Ja, dann fällt mir nicht mehr ein, zu werden zu grüßen noch. Ja, dann werden wir jetzt noch irgendwo hier noch einen Picknickplatz suchen und wir noch unser Essenzeug aufbauen. Das könnt ihr wieder sehen und am Ende des Videos kommen noch Bilder. Also das letzte sind die Bilder noch. Guck mal, das ist ein Fiat Panda, glaube ich, oder sowas. Ja? Ne, ein Fiat Panda. So. Dann werden wir jetzt auch noch einen Picknickplatz aussuchen und dann einen Picknick. Guck mit, schon zwei Wochen. Ja. Wenn der Bank ist, mit eine Bank mit dem Ding, ja, eine Bank braucht man einfach. Eine Bank zum Hinhocken und einen Tisch. Tja. Am besten nur mit Abfahrer. Müsst ihr kommen für Rastpausen. Ende der Aufnahme. Bilder, Video folgt jetzt. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 Freunde. 5 Freunde, das sind wir. Hi. Hallo. Wir sind George, Julian, Dick und Anne. Und zusammen mit Timmy, dem Hund, sind wir die 5 Freunde. Timmy? Zusammen sind wir die 5 Freunde. Hey, ho, hier kommen wir. Aber nicht von Anfang an. Ich erkläre das jetzt mal. Julian, Dick und Anne sind 3 Geschwister und sie fahren in die Ferien und besuchen ihre Cousine George. Eigentlich ein komischer Name für ein Mädchen. Und das ist Adina. George. Ich meine natürlich George. Ja, aber so heißt sie nun mal. Auf jeden Fall kommen wir da an und George ist alles andere als begeistert. George,
zeigst du den dreimal, wo ihr Zimmer ist. Und sie finden uns auch eigentlich richtig blöd. Ich finde nur blöd, dass wir das komische Essen von Tante Fanny essen müssen. Das mag ja noch nicht mal der Hund. Aber dann machen wir eine echt mysteriöse Entdeckung. Kommt, wir müssen richtig gut zusammenhalten. George merkt, dass die drei gar nicht so übel sind. Und das ist richtig schön. Und zusammen erleben wir ein großes Abenteuer. Und haben die besten Ferien unseres Lebens. Und das Beste, ihr könnt das sogar im Kino sehen. Oh. Fünf Freunde, ab 2012 im Kino. Fünf Freunde, das sind wir. Fünf Freunde, hey ho, hier kommen wir. George, Julian, Dick und Anne. Und zusammen mit Timmy, dem Hund, sind wir die fünf Freunde. Timmy? Zusammen sind wir die fünf Freunde. Hey ho, hier kommen wir. Fünf Freunde, fünf Freunde, das sind wir. Fünf Freunde, hey ho, hier kommen wir. Wie soll ich euch denn nennen? Die vier Freunde? Wir sind die fünf Freunde. Fünf Freunde, das sind wir. Fünf Freunde. Was kommt als nächstes? Fragen wir uns. Der Legende nach gibt es einen einzigartigen Smaragd mit sagenumwobenen Kräften. Seit Jahrhunderten sucht man ihn, doch er wurde nie gefunden. Bis heute. Fünf Freunde 2. Fünf Freunde, das sind wir. Ab 31. Januar im Kino. Das erste Mal ohne Eltern unterwegs. Genial. Die berühmtesten Freunde der Welt sind zurück. In ihrem größten Abenteuer. Dick ist entführt worden. Los. Was war das? Krass. Wow. Los, runter. Fünf Freunde 2. Echt? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Die fünf Freunde sind wieder da. Fünf Freunde, das sind wir. Dick. Fünf Freunde. Und sie sind nicht allein. Oh, hier kommen wir. Jetzt schnappen wir sie. Von so ein bisschen Dunkelheit lass ich mich doch nicht aufhalten. Fünf Freunde 3. Fünf Freunde. Ein versunkenes Schiffswrack. Ein sagenumwobener Piratenschatz. Wo habt ihr das her? Ein mitreißendes Abenteuer. Dieser Kompass zeigt zu seinem Schatz. Mit dem Schatz kann ich unser Dorf retten. In 3 Tagen werden die Bagger anrollen und hier alles platt machen. Dann wollen wir mal. Damit dieser Haines sein Luxusresort errichten kann. Für mich ist das denn? Wo geht ihr hin? Na, wohin wohl? Dein Dorf retten. Alles klar. Wir sollten los. 1, 2, 1, 2, 3. Die fünf Freunde sind wieder da. Freunde, das sind wir. Was, wenn es den Schatz gar nicht gibt? Das ist unsere einzige Chance. Mit diesem Gerät sind wir ihnen immer auf den Fersen. Hält uns nicht. Das ist total morsch. Uns vielleicht nicht, aber Timmy. Ja, Kinder, das war's dann wohl. Fünf Freunde 3. Fünf Freunde, das sind. Guck mal, Glück, guck mal, Glück. Danke, reicht schon. Demnächst im Kino. Fünf Freunde 4. War eine verdammt coole Action mit dir, Baby. Die berühmtesten Freunde der Welt in ihrem größten Abenteuer, dem. Ein geheimnisvolles Tal. Eine abgelegene Burg. Ein uralter Fund.
Krass, wie kann das sein? Besten Freunde der Welt in einem Abenteuer, George, das vor 65 Millionen Jahren begann. Das muss es sein. Das Tal gibt es wirklich. Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier. Das ist Julian, Anne und das ist mein Cousin. Dick. Demnächst. Ihr seid verrückt. Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier. Wie ist die Tonqualität? Hey! Was? Willst du mit dabei sein? Das Leben kann toll sein. Sag, bist du bereit? Ich hab so ne Ahnung. Jetzt ist es soweit. Sind wir Freunde für alle Zeiten? Die Antwort ist ja. Halten wir für immer zusammen? Die Antwort ist ja. Freunde sind wir für alle Fälle. George und Tim.
fünf Freunde endlich erwachsen. Die fünf Freunde sind immer noch die besten Freunde. Mit Mitte 20 leben sie zusammen in einer WG und meistern die Abenteuer des tückischen Alltags. Tja, ich wusste gar nicht, dass ihr gerne wandert. Die fünf Freunde, Julian, Dick, Anne, George und Timmy, begeben sich mit einer geheimnisvollen Wandergruppe ein großartiges Abenteuer, das vor 65 Millionen Jahren begann. Fünf Freunde. Fünf Freunde, das sind wir. Du kommst auf ein Internat. Kein Internet, sondern ein Internat. Es ist eine Burg. Ganz alt. Richtig abenteuerlich. Sie heißt Burg Schreckenstein. Das ist ihr neues Zuhause. Justus! Hey, wer ist das denn? Hallo. Justus! Herzlich willkommen. Machst du hier mit? Er ist kein Schreckensteiner. Dann hilf ihm, einer zu werden. Bist du bereit, bei Justus ein wahrer Schreckensteiner zu werden? Justus macht dieses Gesicht. An der Decke, auf der Straße, an der Ecke, überall steht geschrieben, was du darfst und was nicht. Und was geht und was nicht, was du bist und was nicht. Und was geht oder nicht, wer bist du, wer bin ich, was darf ich, was? In der Form und der Norm, im Format immer hart, niemals weich oder doch. Und in Shape so perfekt, wer gestört oder nerd, wer bin ich, wer bist du, gehörst du noch dazu, wer bin ich, wer bist du, was darf ich? Es tut mir wirklich leid, bin dazu nicht bereit. Ich hab jetzt keine Zeit, yo, für euren ganzen Scheiß. Wir sind und ich weiß, was ich will oder will ich, was ich weiß, was es heißt. Und du greifst nach den Sternen, what a life. Ist dein Leben ein Roman, ein Film, ein Manga? Wenn du hier bist, ist es kurz oder bist du schon lang da? Wenn du hier bist, ist es kurz, yo, sag mal, lebst du schon? Was geht ab, was geht, was dreht, was steht? Hast du heute wirklich schon gelebt? Hat sich irgendwas mal fortbewegt? Hast du irgendwem den Kopf verdreht? Was geht ab? Es tut mir wirklich leid, bin dazu nicht bereit, yo. Ich hab jetzt keine Zeit für euren ganzen Scheiß. Wir sind nicht bereit. Ich hab jetzt keine Zeit, yes, für euren ganzen Scheiß. Wir sind nicht auf dieser Welt, um so zu sein, wie's anderen gefällt. Skit up. Nein. Wir sind nicht auf dieser Welt, um so zu sein, wie's anderen gefällt. Nein. Was geht ab, was geht, was dreht, was steht? Hast du heute wirklich schon gelebt? Was geht ab? Hallo, wir sind das Digga-Team. Und ihr freuen uns, dass ihr umhabt. Wo sonst hätten wir euch bis ans Ende der Welt gejagt und verfolgt? Denn wir sind das Digga-Team. Und wir lesen schwierige Fälle aller Art. Viel Spaß beim Film! We'll be right back.
Wir sind die drei Fragezeichen. Darf ich Ihnen unsere Karte überreichen? Mein erster Film, ich bin nicht Justus, Bob und Peter, häng mit Geistern, Gaunern, Spielern, such die Schätze, geh aufs Ganze, weil ich derbe, unter Damm steh, volle Kante, wer ruft an? Oh, Alfred Hitchcock, ich geh ran. Ja, Digga, halt klar. Heute Abend, ja, wie immer, ne? Ich mach mein Ding, fahr meinen eigenen Film, was alle anderen sagen, ist mir egal. Bay, Rocky Beach, ein Golden Rose und die Girls sind sweet. Bob fliegt auf die Rote da, sie nennt sich Cleopatra. Peter schreit aus dem Fenster raus. Ist euch die Musik zu laut? Feuerfeste Drinks für mich, Justus macht dieses Gesicht. Er hat wohl keinen Bock auf Spaß, morgen Digga, gib mal Gas. Mama Bleifuß, gib mal Stulle, volle Pulle, linke Spur. Linker Blinker, winke, winke, tschüss, ciao. Komm auf Tour und lass ihn brüllen, komm auf Welle. Das ist mein Film auf der Stelle. Ich mach mein Ding. Mein eigenen Film, was alle anderen sagen, ist mir egal. Ich fahr meinen eigenen Film. Ich fahr meinen eigenen Film. Ich mach mein Ding. Fahr meinen eigenen Film, was alle anderen sagen, ist mir egal. Ich fahr meinen eigenen Film. Ich fahr meinen eigenen Film. Ihr wollt die Wahrheit, hier ist sie. Ich schwing am Kronleuchter durch den Club wie Missy. Ich bin busy, ich bin Bo, hab Termine und muss los. Gib mir noch einen Tassen hoch, ich will nur ein Quantum Prost. Ich übernehme jeden
Fall und bleib auf jeden Fall am Balli. Ballabelle auf dein Tor, neue Tracks für deine Ohren. Hör sie flüstern und rumoren, was hat der als nächstes vor, ey? Ich mach mein Ding, ey. Oh ja, ganz genau, King Chronic, das Bo. Chronic, lass laufen, das Ding. Oh ja. Ganz genau. Ich mach mein Ding, Digi-Drei. Ich mach mein Ding, Digi-Drei. Ich mach mein Ding, Digi-Drei. Ich mach, was ich kann. Ich fahr meinen eigenen Film. Die Einführung vorbei. Jetzt bitte ich alle zu entspannen. Atmen Sie durch und genießen Sie die Aufführung. Alle auf Ihre Plätze. John und Mary sind Kaufmann und kommen mit einem Baby an. Sein Name ist Sammy. Ich bin sein Bruder Dean. Eine Bilderbuchfamilie geschrieben. Der Dämon kommt und sucht uns heim. Der Mann soll der aus der Welt sein. Er verbrannte meine Exorcizamus.
das nicht. Nur eine Träne, nur eine Träne. Du hast recht, Sammy. Wir gehören auf die Straße. Nur wir zwei, ganz allein. Wir beide gegen den Rest der Welt. Thank you.
Freunde.